Der FC Nussdorf Debanz gegen den FC Dölzach in der Unterliga West. Nach einer von beiden Mannschaften vorsichtig geführten Anfangsphase nahm die Partie ein wenig mehr Tempo auf. Für den ersten sportlichen Höhepunkt sollte Raphael Wiedmer in der 25. Minute sorgen, als er mit diesem Elfmeter zum 1:0 die Gästefans zum Jubeln brachte. Wir springen in Minute 41. Mit dem 2:0 durch Andreas Wenger kehrt so etwas wie Erleichterung ein und vielleicht auch ein wenig Hochmut, denn der kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Mit 2:0 geht's also in die Pause nach 45 Minuten. 2:0 Führung für die Gäste. Dann Anpfiff zur zweiten Halbzeit und bis zur 73. Minute lief für die Gästeelf soweit alles nach Plan. Sie führten nach wie vor mit 2:0 und hatten bis dahin alles im Griff. Doch in der 75. Minute, als Dominik Sporer für den Anschlusstreffer sorgte und damit Nussdorf Deband wieder zurück in die Partie brachte. Durch das 6. Saisontor von Sporer war nun wieder Spannung angesagt. Nach dem 0:2 hatte wenig auf eine Wende im Spiel hingedeutet. Doch der Heimelf gelang es tatsächlich, in der 82. Minute zum Ausgleich zu kommen. Pascal Overganschnig half mit einem Eigentor mit. Und für den absoluten Hammer sorgte Dino Zenkovic mit dem Tor zum 3:2 und damit hatte die Heimelf die Partie komplett gedreht. So für Riesenjubel gesorgt, denn in der Folge hatten die Gäste dann nichts mehr entgegenzusetzen. Der Schlusspfiff beendete also diese großartige Partie, in der Nussdorf Debanz mit 3:2 das bessere Ende also für sich hatte und das Spiel nach einem 0:2 Rückstand dann endgültig gedreht hatte.